Warte mal, wo ich bin. Beim Slime. Lol, wie bist du da hingekommen? Wo bist du schon wieder? Ach, ich seh euch doch. Ah! Boah. Slimes! Ah! Hilfe! Zu viele! Ah! Slimes sind doch voll die Opfer. Alle. Sterb! Jetzt haben wir ganz viel Slime. Hä? Ich kann irgendwie kein... Doch, kann ich. Lol. Wir haben 10 Slime-Bälle gerade bekommen. Wir können Sticky Pistons machen, rein theoretisch. Wenn wir das wollen. Wollen wir aber erstmal nicht. Marc, ich weiß nicht, wo du bist. Ich suche dich, aber ich finde dich nicht. Ich komme gleich mal hin. Seh euren Namen gar uns dahin. Geh mal wieder zurück zum Spawner. Ach, da bist du, lol. Ich hab's ganz in der anderen Richtung gehört. Er war über dir. Da hinten. Oh, achso, okay. Dann. Ich hab mich schon gewundert. Ich bin hier wieder rechts hochgegangen. Ach, okay. Lass mal Licht machen, oder? Lass mal Diamanten suchen und finden. Ja, dafür gehen wir mal hier lang. Komm. Ich folge dir. Also das deutet auf eine große Höhle hin. Boom. Ach, boom. Komm, ich hab ihn gefunden. Hä, wer hat das gebaut? Alter! Alex? Hast du hier einen Creeper? Alex, hast du hier einen Ofen? Alter! Creeper Spawner, Alex, willst du mich verarschen? Alter, hier in der Ecke, wo ich jetzt gerade. Es gibt keine Creeper Spawner. Marc, lass mal hier den See. Lass mal hier den See überprüfen. Fünf Zombies oder so. Creeper. Laber ich eigentlich. Hallo. Ja, Tag. Guck mal, was ich hier alles gesprengt habe. Ja. Du oder die Creeper? Creeper. So, hier ist Diamant neben, ne? Mal gucken. Ja, wo bist du? Ah. Wo? Oh, fuck, da sind Gegner. Lol, die greifen sich gegenseitig an. Ja, natürlich. Warum greifen sich Skelette gegenseitig an? Ja, weil die sich abschießen, ziehen sich dein Aggro gegenseitig. Was für Noobs. Und dein Motto, du hast mich verraten, ich töte dich und so. So, Fledermaus. Zeug weggeworfen. Hallo, Fledermaus? Hallo. Ach, die Fledermaus hört sich aber beschissen an. Die antwortet ja sogar. Cool. Lol. Aber Alex hat's nicht gecheckt. So. Ja, lol, Diamanten! Ja? Gut, dann bau sie ab. Nee, Alex, ohne, ich lasse jetzt hier Lava liegen. Fallen und so. Ja, ja, nee. Nee, Alex, ich lasse jetzt in Lava fallen. Vier ja, Stück. Mach mal. Okay, hab schon. Wo bist du denn? Ich will auch da sein, wo du bist. Tja, ich bin an einem coolen Ort. Wo alle deine Truppen. Aber ein Diamant kommt selten allein. Ich muss hier nochmal ein bisschen drumherum hier abbauen. Hast du wieder nur einen gefunden? Ne, vier Stück. Gehen ab, kurz Aufnahmepause. Dulli. Das klingt, als würde gerade das Piano so schrecklich so. Ja, komm. Wir nehmen jetzt einfach weiter auf. Das ist ja hier Unsinn. Wegen so 5 Sekunden Pause jetzt hier irgendwie die Aufnahme zu unterbrechen. Oh, Redstone. Ach, halt's mal, Teuro. So, da sind wir wieder. Wirklich? Also, ich war die ganze Zeit da. Ja, ich weiß. Warum ist hier nix? Ma! Puh! Also ich habe eben Diamanten gefunden. Habt ihr heute schon Diamanten gefunden? Ich glaube nicht. Ich habe noch keine Diamanten gefunden. Hast du heute schon Diamanten gefunden? Diamanten? Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Nee. Das Lustige ist, habt ihr früher gerne SpongeBob geguckt? Ja, auf jeden Fall. Guckt ihr immer noch gerne SpongeBob? Nein. Nicht mehr so, aber wenn es mal läuft, gucke ich schon mal. Ich finde es lustig, weil mir ist aufgefallen, dass da teilweise Witze drin sind, die, glaube ich, die Kinder gar nicht verstehen. Und wenn man sich vorstellt, dass da, wenn man sich vorstellt, dass diese ganzen Typen, die da irgendwie mitspielen, also diese ganzen SpongeBob, Patrick, jetzt habe ich den Namen vergessen, Thaddäus, Mr. Krabs, Plankton und sowas. Okay, Plankton vielleicht noch am wenigsten, aber irgendwie, dass die quasi alle unter Drogen stehen, so wie die sich verhalten, finde ich das eigentlich extrem witzig, das unter dem Aspekt zu schauen. Was? Unter Drogen? Ja, Junge, willst du mir sagen, dass SpongeBob keine Drogen nimmt, so wie der sich verhält? Das stimmt leider. Alter, wer jagt denn da hier dauernd irgendwelche Creeper in die Luft? Töte die doch einfach. Das war ich nicht. Ich hab's doch sehr, ich hab doch gefragt. Was war's? Nein, ich hab gefragt. Da hast du so getan, als würdest du mir zustimmen. Ich weiß nicht. Ja, genau. Die LOL, hab ich die Vorfreude oder was? Weggeworfen? Ach, die lebte ja noch. Alter, was explodiert denn da? Leute. Jetzt ist sie aber kaputt. Ah, ich weiß, wo ich bin. Das ist cool. Marc, ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bist du? Wo du nicht bist. Nein, geil. Wollen wir uns treffen? Ach, da bist du, nee, Alex. Danke. Immerhin, Alex ist da, ja? Alex ist nicht so eine verräterische Sau wie du. Ja, gell. Echt?
ganz kurz. Boah, Alter, was hat die denn für einen Speed drauf gehabt, die Spinne? Einen Speed. Ja, ich guck mal, ob ich den Ausgang. Boah, Alex, du musst echt jedes Mal die Lava löschen, oder? Ja. Spasti. Hallo, man kann da reinfallen und sterben. Leute, wie geht's weiter? Ja, Alex, du kannst auch, wenn du über die Straße gehst, überfahren werden und sterben. Und trotzdem wirst du wahrscheinlich die nächsten Male weiterhin über die Straße gehen, weil du irgendwo hin willst. Wenn du aufpasst, dann passiert dir schon nichts. Mega lag. Ja, ja, stimmt schon. Also ich habe ja 4 Diamanten. Okay, Spaß. Ja, freut dich nicht zu früh. Ich baue mich jetzt mal hier in den Gang rein. Alex, sind wir überhaupt auf Höhe 13? Oder 12 oder so? Da, wo ich gerade mich lang gebaut habe. 13. Also ja, ich schon wieder auf Instreaks, dann kann ich mich endlich auch wieder die die Kisten hier sortieren. Boah, Junge, kannst du mal aufhören damit? Warum? Ja, es wird immer so dunkel, dann müssen wir immer Fackeln setzen. Das ist ja auch so schlimm. Ja. Ich will Diamanten. Ich will Diamanten. Aber ich sehe keine. Also ich habe ja schon welche gefunden, Alex. 4 Stück sogar. Das wiederum ist sehr schön. Wir laufen immer an Diamanten vorbei. Ja. Weißt du, wäre schon geil, wenn man jetzt mal so vergleichen könnte mit X-Ray oder wie sowas. Ja. Wie das tatsächlich, also wo wir uns lang gebaut haben und wo die Diamanten gewesen wären, das wäre echt mal interessant. Also nicht, dass wir das jetzt zu unserem Vorteil nutzen, aber nur mal rein Interesse halber, jetzt nicht in der Welt oder sowas, aber ich meine, sagen wir mal, wir bauen uns irgendwo lang und warum werden da nicht Diamanten angezogen? Wie kriege ich denn Samen aus Kartoffeln? Gar nicht, ne? Ich muss wie du Samen aus Kartoffeln kriegst, keine Ahnung. Am besten wieder rausholen. Kartoffeln in Samen. du musst die ja irgendwie auch weiter dingsen können, hier so weiter pflanzen. Ja, guck doch. Guck doch, Mama. Was guckst du genau? Was guckst du? Toll, du hast gefragt. Alex, zu bunt? Was? Wegen dem Lieblingsspiele-Genre, toll. Ach so, ja, vor 10 Parts habe ich das auch gefragt. Alex, ich höre das! Jetzt ist schon wieder alles dunkel! Hör doch mal auf mit der Scheiße! Ich hab ja auch nicht. Ja, du gehst mir auf den Sack mit deinem scheiß Lava-Ausgemacher. Lass die doch jetzt mal an. Fuck. Lass die doch jetzt mal an. Alter! Muss ich mir eine überbraten? Das war nur eine Spitzsacke, jetzt hör auf. Das sind ja viele Kühe. Ach nur. Stell dir mal vor, das hättest du in der Realität gemacht. Das hätte wehgetan. Ach, na und? In der Realität jetzt muss ich nämlich verrottenes Fleisch essen, weil ich kein Essen mehr habe. Und echt? Weißt du, was ich noch habe? Darf ich? Also wir pflanzen jetzt auch Kartoffeln an nebenbei. Was pflanzen wir an? Kartoffeln? Wir pflanzen Kartoffeln an. Was ist mit Kartoffeln? Ey, jetzt müsst ihr irgendwie so Rezepte. Ja, Alex, dein Lieblingsspielegenre. In 2 Minuten interessiert es mich nicht mehr. Los, schnell, sag. Action RPG, also sowas wie Binding of Isaac. Das ist echt cool. Binding of Isaac ist echt geil. Hatte ich auch mal was zu geplant, aber die Frage ist, ob oder wie oder wann das kommt, weil irgendwie Camtasia da manchmal so ein bisschen rumgespackt hat und einfach mal so mittendrin abgestürzt ist. Ein, zwei Mal ist auch schon das Spiel mittendrin abgestürzt und teilweise war es auch so, dass meine Runs einfach nur scheiße waren und es sich nicht gelohnt hätte, da irgendwas hochzuladen, weil ich irgendwie nach 10 Minuten direkt gestorben bin oder sowas. Deswegen ist halt die Frage, ob, wie, wann da nochmal was kommt, wenn ich mich nochmal dazu aufraffe, vielleicht irgendwas neu aufzunehmen. Dann kommt da vielleicht auch nochmal was, ansonsten eher nicht. Aber das Spiel ist echt cool, kann ich euch empfehlen. Kostet wie viel? 5 oder 10 Euro? Es kostet im Moment auch nur 4 Euro, 5 Euro. Also ich denke mal 5 Euro und irgendwie 3 oder 4 der DLC. Lohnt sich aber, ist echt ein cooles Spiel. Ja, Alex, erzähl weiter. Sorry, hab dich unterbrochen. Ja, also halt so Action halt. Assassin's Creed ist ja auch so Action mit Story gemixt. Ich mag solche Spiele, wo man vielleicht auch ein bisschen noch was lernen. Ja, die sollen mal aufhören, sich immer abzubauen. Ja, Action halt. Dann kann man die nicht mal aufsammeln. Okay. Hast du schon irgendeine Meinung zu Assassin's Creed 3? Ja, Assassin's Creed 3 ist ja schon seit mehreren Wochen auf dem Markt. Ich muss sagen, das Spiel... Aber hast du schon mal gespielt oder gesehen und wie findest du es? Also ich habe natürlich, kennt jeder Pete's Meat, glaube ich. Ja, und da habe ich die meisten mal Gameplay gesehen, Grafik auch. Ich bin runtergefallen. Erzähl weiter. Ja, habe ich halt nachgesehen und es macht echt einen guten Eindruck. Also okay, kann man nichts sagen.
Also ich, vom Gameplay habe ich jetzt noch nicht gespielt und so, aber ich denke ja, mal. Also vielleicht Let's Plays, wenn es. Einfach, es ist nicht so wie Assassin's Creed 1 und 2. Ja, also vielleicht Let's Plays irgendwann, wenn es auch mal für den PC rauskommt, beziehungsweise nein, inzwischen ist es schon längst raus, meine ich. Ich meine, es ist schon seit Tagen raus. Nee, ich dürfte jetzt, also jetzt im Moment ist es echt ganz kurz vor Release, wann ist es? 21. ne? Channel, timed out. Was? Ein Noob. Ja, also ihr habt es ja gerade selber mitbekommen, der Marc ist zu schlecht, um sich richtiges Internet zu kaufen, deswegen nimmt er immer so ein DVB-T, nicht DVB-T, so ein Internet-Stick, so einen, wie du von Base kaufen kannst, für so mobiles Internet, der so übers Handynetz geht, oder auch 1&1, keine Ahnung. Und deswegen hat er immer so schlechtes Internet und deswegen, ja, kann man nicht ändern. Bist du eigentlich? Nein, war nur Witz, er hat eigentlich ganz gutes Internet, aber irgendwie kackt sein WLAN immer ab und naja. Bei mir war auch halt in den letzten Tagen ein, zwei Mal passiert. Aber echt, ja. Also da kann ich euch nur empfehlen, dabei. Macht's wie ich, DLAN, beziehungsweise... Ja, aber, ja, du wohnst in Frankfurt, weißt du, da gibt's ja... In jeder das hat doch Stadt Alex... einen zentralen Server. Was laberst du? Das hatte gar nichts damit zu tun. Es geht nicht um das Internet, was bei dir in der Wohnung ankommt, es geht um das Internet, was du bis in dein Zimmer kriegst. Und da ist DLAN einfach das Beste, weil das mit einem LAN-Kabel von eurem Router bis zu irgendeiner Steckdose geht und von irgendeiner anderen Steckdose im Haus dann mit einem LAN-Kabel zu eurem PC. Und somit habt ihr übers Stromnetz ein super stabiles und genauso schnelles Internet, wie es, wenn ihr es übers Kabel hättet. Aber ihr müsst halt kein Kabel verlegen, sondern nur so ein kleines Kabel bis zu einer Steckdose und nochmal ein kleines Kabel von der Steckdose in eurem Zimmer bis zu eurem PC. Bringt nichts bei Notebooks, weil die wollt ihr ja im Normalfall rumtragen und dann ist es halt ein bisschen scheiße, wenn ihr das immer so voll am LAN-Kabel dran habt. Aber bei einem richtigen PC, den ihr, so wie ich jetzt meinen habt, den ihr nicht groß bewegen wollt, ist das echt eine super Sache. Kostet so 30, 40 Euro irgendwie und lohnt sich echt. Ich habe mir aber die billigere Variante gekauft, nicht die von der Marke, die in Deutschland produziert, sondern die von der Marke, die in sonst wo produziert und deswegen billiger ist. Funktioniert genauso gut. Wo ich möchte dich mal finden, weil ich habe ein Problem. Ich dachte gerade, du sagst was anderes. Toll, wo ich möchte dich mal finden. Oh Gott! Warte, hörst du den Creeper explodieren? Alex, ich bin ein ganzes Stück von dir weg. Ich bezweifle, dass ich irgendeinen Creeper explodieren höre. Hast du nicht gehört? Nein. Oh fuck. Wo ist eigentlich meine Minecraft-Musik, ja? Ich hab die auf 30%. Ja, bei dir vielleicht. Bei mir vielleicht. Ach, Spitzhacke am Arsch. Egal, eine habe ich noch, aber ich baue jetzt erstmal nicht weiter. Wo bin ich hier? Hier war ich noch nie. Also, Alex, stell dir vor, du bist da, wo wir eben waren, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Hallo, Marc. Hallo. Willkommen in meiner Minecraft-Aufnahme. Nein, Spaß. Also, stell dir vor, du bist da, wo wir uns zuletzt gesehen haben, und dann gehst du zurück. Und dann gehst du einfach weiter, und dann bist du da, wo ich bin. Das ist sehr verständlich, ne? Ich bin bei den Koordinaten. Es interessiert mich nicht, du findest mich schon. Nein, finde ich nicht. LOL! Ich sehe dich doch! Ja, what the eben. Fuck? Wir sind gerade aneinander vorbeigelaufen. Bist du dieser... Bist du's? Alex? Bist du's? Wieso schießt du mich ab? Alex, bitte nicht! Ach, das bist du! Ich hab schon gedacht, du wärst LOL. Das. Das Skelett leckt bei mir voll. Ja, leckt's dich. Ich meine, leckt's bei dir. Da wo? Ja. Irgendwie... Hallo? Was schlauerst du? Was willst du? Was ist los? Ja, nichts. Komm noch weiter. Hä? Relics who left the game? Alter, was haben denn jetzt hier alle für Probleme? Lol, jetzt bin ich wieder da. Ey, ihr seid voll die Mongos. Was habt ihr alle für Probleme? Nein, ich meine, ihr seid voll die Idioten. Was habt ihr... Mein Ping ist gerade so voll auf 0 gedroppt. Ich meine auf 1000. Und jetzt bin ich wieder da. Ihr habt schon Probleme. Ja, alles ja seht ihr, und deswegen habe ich eben keinen Bock auf WLAN. Ja, geradeaus weiter, wo du herkamst, einfach weiter in meine Richtung halt. Ja, genau hier, aber hier gibt es irgendwie nichts, hier ist nur Kohle, kein Bock mehr. Alles, ich glaube, hier sind Skelette in der Nähe. Ich habe keine Spitze. Hahaha, Spaß. Ich bin wieder da. Aua. Hallo, du hast mir einen Pfeil ins Knie gerammt. Bist du noch in der Aufnahme? Wahrscheinlich. Ja. Alter! Weil ich dich kenne. So, da bin ich auch. Das waren deine Knieschoner, sorry. Bei mir ist das Internet wirklich weg gewesen. Weil ein, zwei. Irgendwie du hast mir dreieinhalb Herzen. Mit einem Pfeil? Alex, was ist?